Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video bei diesem wunderschönen Mann, der so viel lacht. Mit einer Blutvergiftung, weil er hier Mist auf der Wiese gekippt hat. Jauche fahren ist Männersache. Wir fahren ein weiteres Auto. Schön, dass jetzt jeder weiß, danke. Ja, was? Du ein schöner Mann bist? Achso, darf er keinen doch haben. Nein, natürlich, ist doch egal. Hast du vorhin noch gesagt irgendwie, ne? Genau. Ja. Hast du. Also, ein Auto, wo ich mal wieder sehr gespannt bin, sonst wären wir nicht hier. Ein Auto, was ich auch besitze, aber alle in Serienleistung. Das Potenzial in diesem Motor ist, wie wir alle wissen, gigantisch. Lass mal kurz ein bisschen quatschen. Also wir fahren heute ein M4 G82. Mit vierstelliger Leistung. Ich glaube nicht, dass der heute die Leistung hat, weil du hast normalen Sprit drauf. Ah, okay. Was würdest du tippen? Wir fahren jetzt, glaube ich, 34 PSI und bei 40 hast du auf jeden Fall 1000 PS. Aber also 40 PSI wir machen ja nicht 1000. Etwas über 900 haben wir jetzt. Ah, doch so viel? Ja. Aber mit 102. Wir sind Hacker. Ja. Ich bin noch nie Hacker gefahren. Nein, also ich sage es nur, bei dem sage ich es nur, weil... Aber ich sehe ja auch wilde Reifen, ne? Der hat R88 drauf. Mhm. 295, lass mich raten. 285, 30, 20. Ja. Aber da geht ja schon mal was. Ja, da ist aber auch richtig, also da ist auch Geld drin in dem Ding, ne? Erzähl mal. Also soll ich nicht kaputt machen, sagst du? Nee, in dem Fall nicht. Ich habe noch nie was kaputt gemacht. Nee, von mir sowieso nicht. Von wem denn dann? Weiß ich nicht, von dir vielleicht selber. Mit Unfall? Nein, nein, das meine ich nicht. Ach so. Ja, doch, einfach das gar ich nicht kaputt. Kaputt machen aber. Carsten hat hier die Ansaugbrücke beigesteuert. Aber ganz kurz, bei diesen Ansaugbrücken, bei diesen M-Motoren mit Wasserladeluftkühlung, hört man ja meistens, das bringt nicht so wirklich viel. Ah, hier was. Schon. Also genau, in weil der Dimension. Genau, weil der Druck so hoch ist und, ja, und die Temperatur. Genau, also wir kommen da schon mit ordentlich Temperatur an. Ne? Und der ist mit Wärmetauscher, neuem, ja. Großen. Nein, den hat er noch nicht drin. Das heißt, der den originalen BMW? In einem grünen ist schon der Wärmetauscher mit drin, aber da, der ist ja gerade nicht zur Verfügung, hatte ich ja schon. Ja, weil der hat nicht da Entwicklung. 1400 Newtonmeter, ne? Und der hat? Ich hoffe nicht so viel. Ich weiß es nicht. Ich müsste Manuel fragen. Mhm. Also die 1400, das war zu viel. Auf der Originalkupplung? Nein. Ist alles umgebaut. Also Getriebe... Was hat der denn alles? Also der hat einen Ladeluftkühler, der hat Lader. Deploy. Ach, hat er? Ja, muss. Bei 900 schon? Ja. Okay, da sagt man ja im Volksmund. Ja, im Volksmund sagt man ja was anderes. Nee, bei dem nicht. Deploy sind ja die gleichen, die auch im S63-Motor verbaut sind. Also im M5 V8-Motor. Das sind die gleichen? Ja. Diesen M5 V8-Motor, den kennen wir. Mhm. Es könnte sein, dass der aber ganz gerne bei ein bisschen Drehmoment mal einen Pleuel wirft. Mhm, okay, interessant. Wir hatten sogar schon das Vergnügen mit drei auf einmal. Das muss erstmal hinkriegen. Ich darf jetzt den Kollegen, der das gemacht hat, nicht erwähnen. Der reißt mir den Kopf ab, weil ich das schon zu drei auf einmal? Ja, drei Pleuel auf einmal. Oder eine Reaktionswirkung? Nee. Da hat es einmal richtig gerumpelt. Und kann aber auch Zündanlage sein dann, ne? Oder Sprit oder so, weil drei das auf einmal... Das war zu viel. War zu viel. Ja. Ja, also aber kommt natürlich super parieren, der Block war bestimmt heile, ne? Okay, gut. Da kannst du nicht mal mehr einen Tisch rausmachen. Nee, das heißt nichts mehr. Alles weg. Ladeluftkühler, Pleuel, Lader, Downpipe. Getriebe umgebaut. Downpipe ist... Ja. Genau. Ja. Okay. Abgasanlage nach hinten ist Serie. Nein. Durchmesser, musst du größer? Nein. Nee, Durchmesser ist nicht größer. Aber das ist nur durchgängiger. Das sind weniger Probleme, die dann irgendwo im Weg stehen. Stauen. Durchgängiger. Der wird ja auch eigentlich nie auf der Straße bewegt. Ach so, eigentlich. Ja. Hm, verstehe. Getriebe umgebaut, weil die was gerne ist umgebaut? Wirklich, ist das so? Ja. Ab wann? Also meine Kupplung, als der Wagen Serie war, nein, gar nicht wahr. Wir haben den eingefahren, ja. 3000 Kilometer, haben den abgeholt vom Service, dann ist er direkt zur Kotte, der hat den Motor rausgerissen und das Getriebe, hat das Getriebe aufgemacht und die Kupplungen waren schon Schrott. Also, die werden noch gefahren, aber du hast halt schon gesehen, aber dass... Aber wenn du Leistung aufmachst, wäre es schon nicht mehr. Ist Ende. Aber du kannst halt mit einem verhältnismäßig überschaubaren Aufwand, kannst es halt standfest bauen und dann funktioniert das tadellos. Bis zu einem gewissen Drehmoment. Was muss man denn für die Kupplung investieren? Also, ab wann würdest du denn Kupplung machen?
Also ich würde, nachdem ich meine Kupplung gesehen habe, würde ich... Stopp, Entschuldigung, muss ich einmal unterbrechen? Ich weiß, komm, tipp in die Tasten. Ich habe unterbrochen, ich bin der Doofmann. Software, kommt wie viel Leistung? Wir sind nur Software, 700 und irgendwas. Gefahren. Das ist schon beeindruckend. Das ist völlig verrückt. Und da würdest du sagen, die Kupplung muss schon? Ich glaube, das hat was mit dem Fahrprofil zu tun. Und Drehmoment. Bei mir ist das so, wenn ich in dem Bus sitze, bin ich im ganz normal unterwegs, ist alles gut. Auf der Autobahn bin ich dann schon flotter unterwegs. Wenn ich in den M3 einsteige, habe ich sofort das Messer zwischen den Zähnen. Komisch. Der macht einfach eine, ich weiß nicht, das ich weiß so, nicht. Der bringt das irgendwie mit sich. Da aber ist bei mir unterwegs. Im Touring auch so. Ja? Das Auto... Der will. Der will, ja, ja. Ich weiß nicht. Ja. Aber was halt verrückt ist, ich bin den ja noch nicht gefahren. Bei dem Grün ist es so, der fährt mit den großen Ladern um Welten besser als mit den Serienladern. Vom Ansprechverhalten. Aha. Weil deswegen war es auch so, ich habe ursprünglich, als der X3 und X4 rauskam, da war ja der Motor schon drin. Genau, den bin ich Probe gefahren und war total enttäuscht. Weil der... Laggy. Ja, genau, du trittst da rein und... Aber das Getriebe war auch doof. Und das Auto war ja auch extra abgestimmt, dass es halt normal fährt. Ne? Und da war ich total enttäuscht. Und dann habe ich den M3 gekauft und dachte, okay, das fährt schon... fährt irgendwie, aber von der Performance her ist es halt echt öde, ne? Also voll. Und dann als dann das Ding mit den Ladern... Du meinst und das Auto, was ich jetzt auch habe, worüber ja. ich mich freue, das wird öde, ne? Ja. Hm. Eigentlich hättest du den Step fahren müssen in dem Grünen, als der mit der TÜV-Stufe unterwegs war, 760 PS. Habt ihr mit TÜV? Ja. Was kostet das? Boah, weiß ich nicht, muss ich nachschauen. Ich habe so ein Auto, 760 PS mit TÜV. Ja. 760 PS mit TÜV. Und... Aber also richtig, ne? Nicht irgendwie hier mit RDE-Messung und allem, pipapo. Okay, alles da sind richtig. Dann Lader bei, da ist dann... Ich persönlich würde die Deploy machen. Weil ich habe halt den Block vom S63 gesehen und ich traue diesen Deploy null. B58, super. S58, Deploy, Was, wenn ich einfach ein B dran schreibe statt ein S? Ist auch schon gut. Kannst ja machen. Kannst aber einfach ein B58 kaufen und kannst da richtig Leistung drauf geben. Geht auch. Die können richtig was. Ich freute. Okay. Aber jetzt habe ich immer so ein Ding. Wenn ich zurückkomme, würde ich mich freuen, würdest du mir einen Preis sagen für. Ich würde das, glaube ich, gerne machen. Für den Touring. 760 PS mit TÜV und Pleuel machen. Wer würde das machen? Kotte. Ja. Mhm. Wie lange dauert sowas ungefähr? Ich muss ihn fragen. Der hat momentan irre Vorlauf. Der ist voll bis unter das Dach. Gut. Downpipe ist dabei. Serie. Oder Serie. Muss, ne? Sonst schaffst du es eh nicht mit Abgas. Man würde das hinbekommen mit HJS. Da gibt es Möglichkeiten. Ja. Ja. Aber wenn es nicht muss, dann muss es halt nicht. Das macht BMW echt gut, ne? Beim M4 war schon, beim F war schon gut. Also die Leistung, die du mit diesem Serientrim hinbekommst, ist schon irre. Wenn du überlegst, vorher der S55-Motor, hast du ja selber mal gesehen. Mhm. Weißt du, das eine Video? Ja, wir reden immer über Motorschäden. Aber ich habe Gott sei Dank, ich habe nichts damit zu tun, aber nee. Das war ein Motorschaden. Alter! Es gibt Motorschäden. Es gibt Motorschäden, da hast du so ein Loch. Und dann gibt es Motorschäden, die ganze Lagergasse, alles war Schrott. Als ob du eine 747 auf den Motorblock fallen lässt. Das war ja alles zerstört. Aber du kommst ja auch mit dem S55 grundsätzlich mit der Leistung nicht so weit, wie du mit dem kommst. Also auch die ganze Performance, Ansprechverhalten, wenn du hier dran gehst. Das ist ja mit der Software alleine schon, ist das ja ein komplett anderes Auto. Aber sagst du nicht auch, weil das ist das, wo ich merke, wo ich mein Alter merke, es geht ja gar nicht mehr, für mich, der GTR ist in der Leistungsstufe für mich perfekt. Natürlich kann der 2000 PS, das verstehe ich auch. Aber wenn du dann da drin sitzt, jetzt kann ich so machen, oh, das war doof. Weil die Momente, wo ich sie nutze, wo das so ist, sind so kurz und die sind nur Ego. Weil so ein Ding geht ja so auch schon wie die Feuerwehr. Und was würdest du denn sagen, ist die ideale Leistung für so ein Auto? Mir hat das am besten gefallen mit diesem TÜV-Step. Weil du einfach immer reinlatschen kannst und dann geht vorwärts wie Hölle. Und der schüttelt das so aus dem Ärmel, ne? Das ist so ein tolles Fahren. Du sitzt da drin und fährst und denkst dir so, okay, jetzt muss ich da gerade eben überholen. Und du hast deinen Kaffee in der Hand und dann fährst du eben dran vorbei. Der Kaffee ist quasi so in der Kanne drin. Wirklich vom Fahren her sensationell. Wie viel Drehmoment hatte das dann mit 760? Ich kann es dir aus dem Fahren gehen. Dann nutzen aber wichtig Zeit. Ist, du brauchst auf jeden Fall dann von XAP ein Flash für das Getriebe. Wenn nicht sogar schon die Kupplung. Also das macht ja Kotte alles. Ja, ja. Bei dem ist es auch so, der hat jetzt wirklich eine Custom Map auf dem Getriebe. Das ist extra. Wie viel Geld steckt hier drin? Boah. Der hat Pleuel und Kolben? Nein. Kolben nicht. Der hat nur Pleuel? Ja. Weil der hat Schmiedekolben eh. Ja. Also der hat nur Pleuel, der hat eine Kupplung, aber komplett. Der ist Getriebe. Getriebe ist Soft. Ja, Kupplung, der hat so einen kompletten Stage 2 Umbau. Keine Gangräder, ne? Nee. Ich weiß nicht, was alles damit. Da kann ich dir aber gleich. Bei Gangräder ist ja zum Beispiel bei mehr 8, wenn du bei mehr 8 an die Gangräder musst. Oh. Genau, aber ganz ehrlich, dann fährst du ja unter 3 Sekunden. Ja,
Ist so. Ja, oder dann fährst du irgendwo im ganz tiefen Dreierbereich und dann ist die Frage auch wieder, wie sinnvoll das ist. So, ne? Ja, also der hier fährt irgendwas im sehr niedrigen Viererbereich, wenn die Verhältnisse passen. Traktion passen. Ja. Und bei dem Grünen ist es so, der macht irgendwie 2,3 Sekunden aus dem Stand auf 100. Ne? Das ist schon ein ekliges Fahren. MDM oder ganz aus? Ich bin noch nicht gefahren. Ich weiß es nicht. Probier einfach. Ja. Der macht alles mit. Das ist alles hoch und runter getestet. Der war auch schon beim Race 1000 und so. Also der macht alles mit, der Wagen. Geil. Und dass sie die Kästen bleiben, alles bleibt, ne? Ja. Geil. Weil wenn man ganz ehrlich ist, in der Polizeikontrolle, und du machst jetzt das noch ab. Ich meine, jetzt rede ich wieder wie doof, ne? Also ich bin Vorbild. Das ist aber bei der TÜV-Stufe brauchst du die Ansaugbrücke auch nicht. Nee, ich meine nur, aber das Ding hat 1000, also, ne? Ja. Ja. Und, ne? Wenn du jetzt zurück überlegst, wir haben das ja schon so oft gesagt, aber das ist einfach ein M4 mit 1000 PS und du machst die Haube auf und hast hier nicht so einen Luftfilter und nichts. Oder so einen Turbolader. Denk mal hier. Ganz kurz, wir reden ja, nein, ich weiß, aber wir reden ja auch immer so in der Liga, wo man sich bewegt, aber wenn ich jetzt, ich zeige das 100 autobegeisterten Leuten und mach den Aufkleber ab, dann sage ich dir, 10 erkennen, dass die Ansaugbrücke nicht original ist. Ja. 10. Und der Rest sagt, Fahrwerk, ah, Trujos, tschüss. Und kein originaler Grill. Ach, Tatsache. Und dann ist das Thema durch. Kannst du die Zeit bitte nutzen? Ich bin ein Kunde. Schönen guten Tag. Ich besitze auch ein Auto, so wie dieses, als Kombi und würde gerne. Ich habe gehört, Sie haben ein Leistungskit. Können Sie mein Angebot unterbreiten? Ich mache eben eine Probefahrt. Bis gleich. Viel Spaß. Los geht's. Viel Spaß. Ja, haben wir. Bis gleich. Fühlt sich noch normal an. Klingt nicht normal. Der klingt aber nicht Serie. Oh. Bin gespannt. Klingt nach Durchzug. Riecht, genau. Nee, hier ist E85 drin. Riech mal. Riech mal. Auf jeden Fall. Ja klar, Mann. Riecht auf jeden Fall nicht nach. Nein. Normal. Hier ist keine normale Suppe drin. Oder? Okay, der ist komplett kalt. Und das Reffen gerade für euch war so 2. Ja. Ich gucke erstmal, ob das fährt, wie ich mir das so vorstelle. Also, ob das normal fährt. Also, was krasses, jetzt merk, okay, der Toyo gibt natürlich gerade sein Konzert ab, ne? Also, was du hast, wenn du einen Semi-Stick hast mit so viel positiv Reifenanteil, hast du diese einzelnen Schlitze, wir machen mal ein Bild rein, und dann verdrängt der ganz punktuell die Luft. Und dadurch entsteht das hier. Das ist die Luft, die zwischen diesen kleinen Spalten wegverdrängt wird. Die macht dieses Geräusch. Ich mag das, aber für den normalen Kunden verstehe ich absolut, dass das nicht sein Ding ist. Fahren tut er wirklich ganz normal. Was aber auffällt, ist, wie geil eigentlich der G82 Sound ist. Weil der Klang ist nämlich jetzt so nicht geil. Der ist sehr blechern. Es hat eine Mischung aus dem E46 M3. Mit mehr Hubraum. Also hört sich einfach voluminöser an, aber wie so ein E46. Wir fahren die Reifen mal so ein bisschen warm und dann gucken wir mal, was so passiert. Was natürlich bei so einem Auto, worum es hier geht, ist, dass wir gleich Zeiten schätzen. Da müssen wir wirklich gut schätzen. Da müssen wir auch mehrere Male schätzen. Wir müssen auf den Punkt genau gucken, was wir so fühlen, wie wir das so einschätzen. Ne? Nein. Startstopp? Ich mag Startstopp. Ich weiß, da kriege ich jedes Mal blöde Blicke für, aber irgendwie mag ich Startstopp. So, wir gucken uns einmal an, wie die Konfiguration ist der M1 und M2-Taste. Das sind diese Tasten hier. Wenn man die drückt, kann man halt Kurzwahlprogramme machen. Da ist auf Motorsport Plus, Getriebe S3, Fahrwerk auf Sport, Lenkung Komfort, Bremse Komfort, DSC off. Traktionskontrolle ist komplett off. Auf V1 liegt das. Bei Programm 2 ist das S3 Sport Plus, Lenkung Sport, Bremse Komfort, MDM. MDM ist dieses Programm, wo er noch doppelten Boden fährt. Das heißt, wir werden einmal beschleunigen, alles aus, dann MDM und dann werden, also M2 und dann werden wir M1 mal probieren, wie die Traktionsverhältnisse so sind. Also, das muss ja Traktion machen wie sonst was, weil sonst ist das ja unfahrbar. Genau, das auf jeden Fall. Also wenn er jetzt so um die 900 PS hat, gebe ich dir vollkommen recht, dann muss das auf jeden Fall in den Boden krallen, weil sonst haut das nämlich nicht hin. Ich habe das Gefühl, dass man gerade aus wie eine Autobahn kommt. Ja. Oder? So, jetzt haben wir ein bisschen Temperatur und ich mache mal in der 4, dass wir einmal den Spool uns angucken. Ich würde sagen, der Übergang jetzt von 3, der Lader beginnt, Lader wirklich ernsthaft aufzubauen bei 3,8.
da merkst du den Übergang von, dass dieser Verkettung, wie wir in dem anderen T-Bus-Video gemacht haben, dass du einfach merkst, Abgasvolumen steigt massiv an, dementsprechend auch der Ladedruck, oder der Ladedruck steigt an, dementsprechend steigt das Abgasvolumen an und so klettert der dann halt hoch und du hast diese Hassphase. Dann ist natürlich der Punkt, bei einem normalen Unterbau, beim normalen Block, musst du dann wieder anfangen mit dem Wastegate gegenzurück, wenn du sagst, ey, mit dem Volumen über meinem kleinen süßen Kolben, wenn die Ventile schließen, der bricht mir das Pleuel weg. Da der aber Pleuel hat, wird dieser Motor dann, was dann nach 4 passiert, wird der dann dementsprechend höher gehen im Ladedruck. Und das können wir mal einmal, wir sind super langsam gerade, mal so rantasten, was da passiert. Aber Traktion ist schon sehr gut. Ne? Ja doch. Ich habe nicht erwartet, dass der so viel Druck in den Boden aufbaut. Das ist wirklich gut. Ja, und das ist nicht mein Auto, somit wollen wir nicht querfahren, aber ich muss echt sagen, so ein vierter Gang, fünfter Gang Drift mit 1000 PS in so einem Auto wäre schon echt ein Traum von mir. Das ist auch noch so eine Sache. Mit dem Semi-Slick Driften ist auch eine ganz spezielle Sache. Du musst den Reifen zu heiß machen ein bisschen und dann hast du aber trotzdem in diesem Extrembereich wieder mehr Grip. Das ist ganz geil. Da, wo dann der normale Reifen komplett anfängt zu schmieren, kannst du aber dann, also mal zurück, Entschuldigung. Um ihn in den Drift zu bekommen, muss er ein bisschen zu heiß fahren, weil in seinem normalen Arbeitsfenster wird das Auto einfach störrisch an den Drift gehen. Das heißt, fahr ihn ein bisschen zu heiß, dann bekommst du ihn schön in den Drift. Und wenn du dann in dem Drift drin bist, hast du trotzdem mehr Kontrolle in diesem Extrembereich, weil du driftst zum Beispiel mit 140 km/h, aber die Räder fahren 250, 240. So schnell fährt die Hinterachse. Und da brauchst du natürlich viel Control. So. Control. Control. Understand. Da wird mein Auto schon lange nicht mehr mitmachen. Also das ist viel, viel langsamer. Ich meine, der Kombi ist eh schwer. Ne? Da mit den 21 Zoll Rädern, der ganze Radatsch da dran. Ja. Deswegen war Blitzer. Ja, hier war 70. Ah, gut. Ja. Ich bin 62 gefahren. Aber er riecht jetzt nicht mehr so nach Gummibärchenfabrik. Nee. Aber ein 760 PS geht, hängt vom Preis ab. Ja, also deswegen, ich wollte ja aber wenn sagen. Die Downpipes sich müssen, das ist immer auch so ein Kostenfaktor, der krass ist. Aber wenn das wirklich zwei Lader sind. Downpipe ist ja fast teurer als Lader. In einem ähnlichen Bereich. Ja. Zwei Lader braucht man, Software, Ladeluftkühler braucht man da nicht. Und Kupplung, ja, wir gucken, was das kostet. Ich sag mal so, das Auto könnte es vertragen, muss es aber nicht. Meiner? Ja. Nee, du hast recht. Doch. Du redest das auch immer schön. Nein, weißt du warum? Nein, weißt du warum? Ich bin ja wirklich mehrere Male lange Distanz gefahren, zum Beispiel von Paris zurück. Das Auto ist so gut gebaut und so perfekt, aber dass dieses Auto bei 251 km/h eine Geschwindigkeitsbegrenzung hat. Ja. Ich bin kein Raser, aber wirklich, da wirst du in so einem modernen Auto, da wirst du bescheuert. Ich bin um 2:30 nachts von Paris nach Dortmund gefahren. Ja. Niemand teilt diese Asphaltstrecke vor dir. Mhm. Du bist ganz alleine. Du fährst 250 und du könntest einfach ganz entspannt ja auch 258 fahren zum Beispiel. Das wäre ja schon toll. Oder vielleicht auch 300 oder so. Und du würdest ja niemanden belästigen damit, weil du gar keinen überholst. Dann wäre das schon toll. Und man würde dann 50 Kilometer mehr in der Stunde schaffen. Aber der Reifen macht schon was her, ne? Macht schon was auch. Ich finde, man merkt auch, dass das Auto einen ganz anderen Kontakt zum Boden hat. Also, ne? Die anderen originalen Reifen auf einem 3 machen das schon toll. Aber ich finde, hier merkst du schon den Panzer, oder? Merkst du nicht? Nee, ich habe ja kein Lenkrad in der Hand. Wie soll ich das merken? Ich weiß nicht, so. Um den aus der Ruhe zu bringen, musst du echt schon was machen jetzt. Ach so, okay. Ja. Oh, 2 ist natürlich schon ein bisschen zorniger. Aber ich muss auch sagen, ich bin aber auch schon sehr abgehärtet. So, ne? Also, das ist schon schnell, aber ich sag, mein inneres Ego sagt auch ganz, sagst du es oder sagst es nicht? Könnte doch ein bisschen mehr Power haben. So. Das könntest du richtig so, aus nichts, bam, ja, halt 2OZ, komplette Eskalationsstufe, Hinterachse schalten, nein, ist nicht, aber in so einem MK4 Supra, der reißt dir halt komplett die Gedärme raus, ne? Weil auch einfach ganz lange gar nichts passiert. Was schätzt du denn, was der 100-200 fern wird? Oh. Aber der hat ja gerade schon ein bisschen selber angeteasert. Mhm. Ist der Unterschied jetzt, ob normaler Sprit drin ist oder halt E85? Wenn der Normalsprit hat, dann tippe ich auf eine 4.2, 4.3. Meinst du, so schnell? Ich weiß jetzt nicht, was obenrum passiert. Die Hölle. So der wird obenrum rennen wie von der Tarantel gestochen. Mach mal 4.8 raus. Das wäre auch mein Tipp. Also auf Normalsprit, ne? Genau. Ich würde auch sagen, der macht eine 4.8.
Und schon, Flo hat schon recht, ist schon echt krass. Du fährst so ein Auto und überlegen, was für Leistungen das sind. Und wir können, es ist leise, wir können seelenruhig uns unterhalten, fahren einfach Auto. In Automatikmodus. Aber worum geht's? Willst du das so? Also das Ding ist, das Einzige, was halt geil an so Fahrzeugen ist, finde ich jetzt zum Beispiel, ist, dass der Spagat halt sehr geil ist. Dass wenn du jetzt einfach nur wirklich nur kurz irgendwo einkaufen fahren willst oder sonst, das funktioniert. Selbe Auto, ja. Ja, dass es funktioniert. Aber auch, wenn du Bock hast, richtig Radau zu machen, dass es auch funktioniert. Aber ich finde die Lada noch relativ leise, ne? Das stimmt eigentlich. Wir hören sie gar nicht. Ja, reibt es ja. Aber auch sehr laut, ne? Aber pass auf, also wir versuchen jetzt mal wirklich den Lada rauszuhören. Also du hörst das normale durch den Luftfilterkasten, dieses Huf, aber das macht er ja original genauso. Nee, gar nichts. Doch, genug gequatscht. Wir müssen jetzt mal schätzen. Sehr viel Leistung, Heckantrieb, Semi-Slick, Autobahn, keine Geschwindigkeitsbegrenzung. Wir gucken einfach mal für uns und schätzen mal rein, was wir denken, wie schnell das Auto ist. Bis gleich. So, wir befinden uns auf der wunderschönen Autobahn und werden dann jetzt mal schauen, wie das so ist mit knapp 1000. Ich würde einfach mal jetzt so beschleunigen, ne? Ja. Ich will jetzt tippen, das war jetzt mit allem an, so eine, sagen wir 5,2. Gehen wir mal in MDM, ne? So. Er regelte gerade echt sehr in die Software rein, finde ich. Aber es kann wirklich auch daran liegen, dass er regeln will, ne? Und in der Automatik fand ich, er hat jetzt nicht so schön beschleunigt. Deswegen würde ich jetzt wirklich einmal vorschlagen, dass wir das machen, alles aus und probieren das mal so. Ja, so ist viel besser. Ja. Jetzt geht es natürlich leider ein bisschen bergauf. Ja, so rennt er. Aber war auch nur 5,6. Getippt jetzt von mir? Ja, das ist ein guter Tipp. 5,6, guter Tipp. Aber was man merkt, ist, dass die Software beim Schaltvorgang so ein bisschen zuppelt. Deswegen würde ich ihn jetzt einmal ein bisschen untertouriger reinlassen. Weil ich leider sehr schön ansprechen. Die Software hat sehr viel Power, sehr viel Drehmoment. Deswegen machen wir jetzt mal so. Ja. Das mag er. 5,4. Aber was man auch merkt, ist, wenn man am. Ja, merkt er, will er. Wenn man jetzt so am Gang auch mal bleibt. Als 250 gefahren in so einem Auto, weil ich auch nie einen gefahren bin mit offen. Aber was danach 250 passiert, das ist gut. Das ist aber ordentlich. Also Traktion ist gar kein Thema. Das ist beeindruckend. Auto also fährt sehr, sehr gut. Was fährt dein Auto nochmal 100, 200? Also wir sind jetzt zusammen 7-0 gefahren. 7-0 zu zweit, ne? Ja. Wir sind auch zu zweit. Wir haben jetzt so getippt eine 5-4, ne? Schnellste, glaube ich. Eine 5-2, ne? Ich meine 5-2 war der erste. Stimmt, 5-2-1 habe ich geschätzt. Ja, von dem ersten war 5-2. Guck mal, ey, wenn du das hier nicht als Liste hast, ist halt schwierig zu merken. Ne? Ja, genau. Ich muss mich ja nochmal reinfühlen, ja, genau. In das Gefühl, wenn ich so beschleunige. 5-2. Ich muss aber auch sagen, es verführt mich schon, quer zu fahren. Aber ich mache das nicht. Ich wollte es nur mal gesagt haben. Wehe. Wehe, mein Freund. Wehe. Nee, aber ich hab eine viel gewaltigere Leistung erwartet, ne? Ja. Man kommt sehr, sehr schön damit zurecht, ne? Krass. Ein bisschen besser, ich würde sagen so 5,1 würde ich tippen. Was schön ist, diese Autos aufgrund dieser sehr feinen Raddrehzahlsensoren sind so extrem in der Regelung, dass du denkst, das war jetzt ohne Reinregler der Traktionskontrolle, dabei regelt die aber rein. Das heißt, du musst diese Autos wirklich mit allem ausfahren, um die volle Kraft zu spüren. Sonst denkst du, das war's mit MDM oder sowas, aber da ist immer noch
Da ist immer noch Power drin und immer noch Zeit, die er für dich schonend wegmachen will, damit du da keine, nicht in irgendwelche Bredouillen kommst. Was ja schön ist, in der heutigen Zeit kriegt man das ja hin, dass man sowas wirklich sicher baut. Ja. Weil damalige Zeit so eine Leistung rausbeschleunigen, da sind dir dreimal die Headshot-Macher aus der Brust geflogen. Stimmt. Ist so. Ich würde sagen, einmal schätzen wir noch. Jetzt haben wir jetzt 5 Sekunden getippt. Wenn du alleine fährst, sind wir auf jeden Fall unter 5. Ja, ganz sicher. Das Auto kann auch mit der Leistung unter 5, auf jeden Fall. Weil du wiegst jetzt 130 Kilo ungefähr. Ja, ich bin schon ein schwerer Klops, ne? Du bist schon ein Klopper. Ja, ich bin schon ein Klopper. Sieht man zwar nicht so, aber... Aber ist so. Ihr seht den unteren Teil von mir nicht. Ich fahre das Auto ja jetzt wirklich erst ein paar Minuten. Du entwickelst ja ein gewisses Vertrauen und ein Können zu deinem Auto, wenn das jetzt wirklich dein Auto ist. Ja. Das kann dir sehr viel Fahrspaß hier bereiten. Ich fahre natürlich jetzt mit doppeltem Boden, nicht mein Auto, möchte ich nichts machen. Aber wenn das jetzt dein Auto ist, du weißt, was er kann und du weißt, in welcher Lage das Auto was macht. Richtig, richtig toll. Fühlt sich auch nicht gefährlich an, gar nichts. Nein, überhaupt nicht. Aber ich muss auch sagen, leise ist was anderes jetzt. Aber ich finde den nicht schön, den Sound, ne? Nee. So, jetzt so an sich gefällt mir der Sound, aber obenrum finde ich den nicht schön. Wirklich gefallen? Ja, so finde ich den gut. Ganz ehrlich, ich glaube, ich werde ein Hooper. Das ist für mich... Das wäre mir zu laut. Das wäre mir zu brummig. Ja, okay. Ja, wenn du so wir fahren jetzt nach Holland. Ja, und so? Nein, kein Bock. Wir fahren 135. Also ich würde laut Musik anmachen. Und ja, aber da muss schon echt gehen. Komm, wir machen das doch mal. Wir schneiden das. Nee. Die Musik muss schon echt kämpfen, ja, damit das dann nicht mehr zu hören ist. Der wird gut. Der wird perfekt jetzt. Ja. Das immer wieder abschüttelt. Ne? Also ich juck dir ja wirklich jetzt nicht die Bohne. Wie Flo gesagt hat, aus dem Ärmel. Genau. Und das merkst du ja auch bei meinem Serienauto schon, dass das so ist. Dass Flo meinte, dass die Pleuel so krass empfindlich sind, erschreckt mich ein bisschen. Du hast halt einfach den schlechteren Motor wie ich, also. Das ist der Punkt. Nee, aber er hat mich gerade, wir haben ja gerade nochmal ohne Kamera gequatscht, er meinte, bau ein B58-Projekt. Wo ist er denn überall drin? Der Supra, im Jahr. Ja. Also der Dingens. Ja. Und in meinem. Der Supra haben wir ja schon einmal groß gebaut. Ja. Der läuft ja auch wirklich gigantisch. Ja, ja. Und soweit ich weiß, im 440, 3 und sonstiges. So. Die Leute jetzt in den Kommentaren sind bestimmt schlauer als ich jetzt gerade. Die können ja auch mal reinkommentieren, so was so alles gibt, als 58. Also gab es denn auch in einem X5? Aber da kannst du halt immense Zahlen fahren. Ne? Aber geht es mir noch darum? Ich meine, ich habe da mega Spaß dran. Ne? Ich finde es auch echt beeindruckend. Aber du holst ja auch den Teufel immer selbst ins Haus, ne? Ah, kaputt! Aber das geht nicht kaputt. Aber ich glaube, selbst wenn du den Einser machen würdest, so auf 700, glaube ich auch nicht, dass der kaputt geht. Nee, auch jetzt, wenn wir jetzt so ein Kit machen würden in unserem Touring, das geht nicht kaputt. Nein, das bleibt. Ich würde sagen, wir fahren mal zurück zu Flo. Wir müssen jetzt noch erstmal drüber reden, was das Kit kostet. Richtig, und so weiter. Weil was man schon merkt ist, viel mehr als was wir jetzt gemacht haben, kann er nicht. Was man merkt bei so einem Projekt, so einem Auto, der kann das. Let's go. Und dann ist aber auch Schicht. Bis gleich. We are back. Let's talk. Ich komme rein. Wir würden gerne mal reingehen und würden uns gerne mal das Angebot, was Sie haben Sie ja. Ehrlich? Ja. Okay, beraten lassen. Das? Das ist... UVP. Deswegen auch diese... Das ist alles zusammenrechnen, ne? Ja, das sind alles einzelne Abteilungen. Mhm. Aber ich habe eben telefoniert und er hat gesagt, also einen Motor aufmachen für die TÜV-Stufe braucht man nicht. Nein. Okay. Er hat aber auch gesagt, dass er das bei mir immer mitmachen würde. Bei dir? Warum bei mir nicht? Also er unterstellt mir, dass ich nicht das Gefühl dafür habe. Weil du zu untertourig? Immer. Ja, okay. Ja. Wenn ich da drin sitze, dann... Dann soll er immer Leistung machen. Immer. Okay, also 9.900 Euro TÜV-Stufe, Lada mit Software und Getriebesoftware. 770 PS, 880 Newtonmeter TÜV-Stufe. Krass, geil. Ja. Und das ist das, so hatten wir den Grün jetzt. Also das fährt echt gut.
Das kann auch mit Allrad kann das jeder. Das ist echt. Mit den Reifen kann das auch mit Heck jeder fahren. Jeder. Also das Auto fährt ja jeder. Okay. Voll. Aus dem dritten. Also bei dem M3 mit Allrad, das ist idiotensicher. Aber das ist auch idiotensicher. Also du sparst dir quasi mit den Semis, sparst dir den Allrad. Oh. Also wenn du das, also fahr, also 100 Millionen %, wenn du das Ding wegschmeißt, dann hast du nicht gekonnt. Nein. Nein. Okay. So, und dann 10.000 Euro Motor machen mit Pleuel, Spacer für die Ventilfedern und frische Lager B58. Also da sind dann natürlich alle Arbeiten mit drin, ne? Also das, du gibst ab und holst wieder. Genau. Also was immer noch okay ist. Mit allen Dichtungen, alles original BMW, nicht irgendeinen, ich weiß nicht, was da noch gibt, alles originale BMW-Teile. Also bist du bei 20, dann hast du ihn bombensicher mit TÜV-Stufe. Aber der Motor wäre dann in der Lage. Dann kannst du halt 1000 fahren. Ja. Aber geht natürlich nicht wegen TÜV. Genau. Das macht ja auch keiner. Will ja keiner. Nein. Dann gibt es noch Getriebe Stage 1 Upgrade, während 3.4, Stage 2 Upgrade während 4.9. Da ist der Korb dann bei, denke ich mal. Ne? Und die Kupplung und ich weiß nicht, was die da noch. Also Kupplungsscheiben sind bei 1 auch bei, ne? Ja, ja. Ja, okay. Also wenn man jetzt 9.9 macht, muss ich denn die Stage 1 Kupplung machen für TÜV? Also unser Auto, ich habe eben noch mal extra gefragt, unser Auto war die Kupplung Schrott. Ach ja, hast du gesagt. Und wir hatten den Wagen, also Manuel hatte den Wagen von MHD da, also das Entwicklungsauto von denen, da war die Kupplung auch durch. Das kann ich mir vorstellen. Upsi, 1000 Newtonmeter. Weißt du? Bei uns ist alles rausgeflogen mit 3000 Kilometer direkt auf der Rückfahrt vom BMW-Service. Hm. Das ist das Ding. Allradauto. Ja. Aber ich kann mir vorstellen, ein Allradauto, dass die Kupplung da auch wirklich ein bisschen mehr. Und ich habe den auch gut eingefahren. Stehend viel? Starten? Das ist ein Allrad. Ich habe zum Beispiel meinen noch nie gelauncht. Einmal, glaube ich. Ich bin ja nicht der Typ für. Achso, ich dachte, der macht das immer automatisch an der Ampel. Okay, dann ist die Kupplung natürlich im Arsch. Ich glaube, dann ist meine Kupplung nicht im Arsch. Weil ich fahre schon sehr bewusst, oder? Ich fahre extrem selten. Hat man gerade gemerkt, ne? Und wenn ich sehr, sehr selten fahre, dann... Bewusst. Selbstbewusst. Selbstbewusst. Ja, gut. Wenn ich dann mal Auto fahre, dann fahre ich halt auch. Ne? Aber ich komme ja nicht oft raus. Da ich das ja hier wohne, kommt es auch vor, dass ich mal 6 Wochen nur mit dem Hund mal das Grundstück verlasse. 6 Wochen? Das ist schon vorgekommen. Ich fahre jeden Tag. Also, wenn ich jetzt einen Führerschein abgeben müsste... Dann wäre das egal. Ich glaube, ich würde das machen. Die TÜV-Stufe. Der Wagen ist länger weg jetzt. Weiß man, glaube ich, noch nicht, wenn das Video läuft. Ach so. Ist aber auch gut, weil er sagt ja gerade 3 Monate Vorlauf. Das passt. Das passt. Das passt ziemlich gut. Ja. Der Wagen kommt zurück. Der Wagen ist zurück im September. Ende September so. Ja, und dann kannst du noch 2 Monate fahren und dann. Stimmt, wir haben schon so spät im Jahr, ne? Aber ich würde das gerne machen. Aber 3 Monate brauchen wir momentan. Okay. Gut, dann haben wir das. Schönes Auto, schnelles Auto. Sound ist nicht so ganz mein Ding. Meinst du auch nicht? Nee, weil es einfach ist wie ein E46 auf Steroide. Ja, und also was ich total gut finde bei den Motoren, das Motorgeräusch. Im Serienzustand auch schon. Du sitzt da drin und dann zwischendurch denkst du dir so, noch toller. Boah, E36, ja, 325i oder so. Ja, hat halt diese Gelassenheit. Ne? Ja, und diesen typischen BMW Reihen 6er Klang hast du zwischendurch. Das ist ähnlich wie beim Vorgänger. Oh, Klang. Mbak! Ja. Mbak! Mbak! Als hättest du es aufgenommen. Ja, aber wirklich, ist ein bisschen. Mbak! Ein bisschen viel. So, Grüße gehen raus. Tschüss. Ciao.